Wo sind wir hier? Ach genau, auf der Plattform. Hier gab es aber noch einen Container. Kann ich mich da ranschwingen? Ich würde da gerne hochgehen. Ich will nämlich diesen Herzcontainer mitnehmen, wenn ich schon kann. Und da oben war auch einer. Aber wie genau komme ich da ran? Das ist halt die Frage. Funktioniert das so? Ja, perfekt. Ja, lol, da oben ist immer noch mein Herzcontainer. Wie soll ich denn da rankommen? Hier sind einfach direkt zwei Stück. Das ist voll der Bait. Kann ich das verschieben? Ey, Moment mal. Ich kann die doch bestimmt zerschlagen, oder? Ja, okay. Was ist hier hinter? Von da kommen wir. Nee, wir kommen von dort drüben. Okay, dann gehen wir gleich mal kurz da lang. Aber davor würde ich hier einmal rüberspringen und mir meinen Herzcontainer besorgen. Ich glaube, hier konnten wir runter. Habe ich recht? Ja, sehr gut. Das muss man halt erstmal wissen, ne? Das haben sie echt gut versteckt hier mit dieser Wand. So, ein Herzteil, sehr schön. Kommen wir von hier aus an dem anderen ran? Ne, irgendwie muss man noch da hinkommen. Nur wie? Oh, hier ist noch ein geheimer Weg. Okay, das ist wieder so ein Händler. Warte, kann ich nicht einfach oben lang? Was war das? Glaubt mir, das war nicht mein Plan. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich soll man das so nicht machen, aber ich cheese das Game jetzt einfach wieder. Passt auf, Leute. Seht zu und lernet. Neuer Versuch. Und zwar... Hopp. Okay, so nicht. Gerade hat es funktioniert. Okay, es funktioniert nicht. Ich bin überfragt, Leute. Irgendwie muss das doch gehen. Kann man irgendwie darauf klettern? Ist hier eine Leiter oder sowas? Nee. Hat das irgendwas damit zu tun? Ich weiß es echt nicht. Das kann aber nichts damit zu tun haben. Was ist, wenn ich den Hammer hier benutze? Passiert gar nichts. Naja, irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Ich werde doch nicht irgendwann fliegen können in Ocarina of Time, oder? Kann man fliegen? Ich meine, das sieht aus wie so ein komischer Magma-Vulkan. Beziehungsweise kann es sein, dass es so ein Mini-Vulkan ist und man da einfach rausgeschossen wird, wenn man irgendwo Bestimmtes steht? Oder komme ich da wirklich so ran? Nee, ich komme da einfach nicht ran. Na gut, gehen wir erstmal hier in diesen Gang. Und hier ist eine Feenquelle. Sehr gut. Nee, wobei, wir haben keine verbraucht, oder? Doch, wir haben beide verbraucht. Oh, wow. Okay, das wurde also abgespeichert. Ist das sad. Sehr schön. Dann holen wir uns mal ganz schnell ein paar Feen. Nee, Moment. What? Wo sind wir hier? Das ist eine andere Fee. Hallo? Ach so, ich muss einen Song spielen. Ich bin dumm. Okay, die Fee ist genauso creepy wie die andere. Oder ist das die gleiche? Bist du die gleiche? Also dieselbe? Hallo, mein süßer Okami. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Okay, gerne. Ist das jetzt so ein Secret, das ich gefunden habe? Sie gibt mir einfach doppelt so viel magische Kraft. Ich meine, ja, deine magische Kraft wurde erhöht. Ja. Ich meine, jetzt habe ich doppelt so viel magische Energie. Nehme ich gerne an. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Okay. Wenn sie nicht so kreischen würde, dann würde ich es mir überlegen. Aber so eher nicht, ne? Sie ist schon sehr creepy. So, das bedeutet jetzt... Wir können wieder abdüsen. Hier geht's, glaube ich, bis nach Goronia. Habe ich recht? Wir sind in Goronia. Dann laufe ich jetzt einmal zum Dorf Kakariko. Denn anscheinend gibt es im Haus des Skytulas was Nützliches für mich. Ich nehme mal an, dass ich da meine Rubintasche erweitern kann. Beziehungsweise ich hoffe es mehr, als ich es annehme. So, und den Hammer benutzen wir mal, um diesen Stein hier zu zerstören. Und da befindet sich absolut nichts drunter. Wunderbar. Hat uns der Hammer schon sehr viel gebracht. Und zwar so ziemlich gar nichts eigentlich. Können wir damit auch Gegner schlagen? Bruder? Jo, wir können die einfach dazu bringen, sich umzudrehen. Wie cool. Und wir können damit auch Wände öffnen. Okay, her damit. Einfach mal spontanes Skytula gefunden. Okay, das war gerade ultra random. Oh, es regnet. Warum? Okay, gehen wir mal ins Haus des Skytulas. Haus der Skytula. Hallöchen. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch des Skytulas lastet. Aber du hast 29 Skytulas zerstört. Daher lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skytulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Okay, ich habe 29 Skytulas und irgendwie hat mir das nicht viel gebracht. Kann ich mit dir reden? Ah, ich bin verflucht. Ja, das sehe ich. Du sagst mir bestimmt dasselbe. Ja, was ist mit euch? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier, eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Oh, okay, die habe ich befreit. Die Tanzenden. Ich verstehe. Dann rede ich mal mit dem. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Der Stein des Wissens.
Dieser ungewöhnliche Stein reagiert mit seiner inneren Stimme auf naheliegende Geheimnisse. What? Hilft mir das Ding jetzt, Geheimnisse besser zu orten? Oh, I see, das ist ja mega praktisch. Und ich glaube, mir fehlt tatsächlich ein einziger Skytula, damit der nächste befreit wird. Würde zumindest Sinn ergeben, ich habe 29 und 2 sind befreit. Wahrscheinlich immer in 10er Schritten. Jetzt habe ich auf jeden Fall endlich mal eine größere Geldbörse. Aber warum gewittert es hier so? Das ist irgendwie nicht so cool. Und aus irgendeinem Grund ist in Kakariko immer noch einen Punkt zu sehen. Ich weiß noch nicht so ganz warum. Kann ich hier runter? Befindet sich hier unten mittlerweile irgendwas? Die Wand, kann ich die vielleicht mit dem Hammer zerstören? Auch nicht. Okay, ich frage mich echt, was es mit diesem Brunnen hier auf sich hat. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Enterhaken hier rauf? Auf die Mühle? Also auf jeden Fall komme ich doch so ganz easy daran, oder? Okay, never mind. Das ist doch Holz. Warum funktioniert das nicht? Okay, hier komme ich doch bestimmt nur als Kind hin, oder? Eigentlich müsste ich mich festhalten können. Vorausgesetzt, ich springe auch, aber er springt nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht echt nur als Kind. Was war das für ein komisches Lachen gerade? Bin ein bisschen verunsichert. Ich frage mich gerade, muss ich wieder in die Zeit zurückreisen? Welche Orden haben wir denn mittlerweile? Wir haben schon 4 Stück. Wir brauchen noch 2. Ich versuche erstmal zu den Punkten zu gehen, die da links zu sehen sind. Wenn da nichts ist, muss ich auf jeden Fall kleiner Link dahin, denke ich mal. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Wollen wir einmal Epona ran? Okay, Epona hat nicht so Bock. Also ich meine, sie hat Bock, aber irgendwie ist sie gerade ein bisschen dümmlich unterwegs. Hier bin ich. Also über die Brücke hättest du es auch noch geschafft, nur mal so. Dann dürfen wir jetzt einmal zur Lonlon Farm. Nee, dahinter müssen wir. Da waren wir auch noch nicht. Mal gucken, was sich da befindet. Ich habe legit keine Ahnung. Hier ist nochmal eine Abzweigung. Gehe ich jetzt nach links oder nach rechts? Nee, wobei, nach links geht's wahrscheinlich gar nicht weiter, oder? Okay, das ist so ein komischer Geist. Never mind. Hier geht's doch nirgends hin. Los, Epona, renn mal ein bisschen schneller. Kommen wir hier irgendwo an? Was genau ist das hier für eine Gegend? Moment mal, kommen wir hier zu den Goronen? Ich meine nicht Goronen, ich meine die Gerudos. Gerudo-Tal, yes! Ich wusste doch, ein Volk hatten wir doch noch gar nicht besucht. Kann ich hier eigentlich noch mit Epona lang? Hätte ich sie noch weiter benutzen können? Nee, hätte ich nicht. Okay. Oh yeah, Gerudo-Tal. Ich liebe diese Musik hier, ne? Oh, die Musik macht mich schon ein bisschen nostalgisch. So, aber jetzt, da ich den Hammer habe, habe ich richtig Bock, diese ganzen Steine einfach kaputt zu schlagen, ne? Unter irgendeinem befindet sich safe irgendwas. Vielleicht unter dem hier? Auch nicht. Na gut, dann lag ich wohl doch nicht richtig. Hier brauche ich höchstwahrscheinlich meinen Enterhaken. Yes, sehr schön. Du siehst nicht aus wie ein Gerudo. Muss ich mal so sagen. Wer bist denn du? Ich bin Handwerksmeister. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Ich meine, ja, kann ich machen. Was ist hier drin? Oh, okay. Kleiner Kochstand. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ich bin hierher gekommen, um durch die Gespensterwüste zu laufen. Aber das war, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Ich wollte zur Ebene von Hyrule zurück, aber die Brücke ist, naja, das siehst du ja selbst. Jetzt sitze ich hier fest. Ich kann daher auch deine Herausforderung leider noch nicht annehmen. Okay, welche Herausforderung? Ich habe ihn gar nicht herausgefordert. Ich wette, unter einem dieser Steine befindet sich irgendwas. Garantiert. Oder einfach dahinter. 50 Rubine und diesmal war es keine Verschwendung. Ich liebe es. Die Tasche hat sich jetzt schon übel gelohnt. Wo kommen wir jetzt hier an? Wahrscheinlich bei der Gerudo-Festung? Gerudo-Festung. Wow, okay. Ich habe es mir anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also hier muss auf jeden Fall der nächste Dungeon sein. Aber welcher? Des Schattens oder des Lichts? Kann ich da nach oben? Halt! Bleib, wo du bist! Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Okay, warum sind die so grob, die Gerudo? Was mit denen? Komme ich hier wieder raus? Ich muss mich teleportieren, oder? Nee, Moment. Moment mal, nix da. Denkt ihr auch, ihr habt mich hier so einfach? Ich glaube, ich muss jetzt hier einen auf Sneaky Deaky machen, oder? Kann das sein? Safe. Ich muss mich an denen irgendwie vorbeischleichen. Ich bin mir ziemlich sicher. Kann ich nicht oben lang irgendwie? Oder? Mal gucken. Ja, okay, doch, die schnappen mich alle. Das ist eine fette Truhe, die will ich eigentlich haben. Kann ich hier irgendwie schleichen oder so? Hier lang? Was, wenn ich hier reingehe? Diebesversteck. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher, in die Zelle. Hallo, wer bist denn du? Ah, das ist einer von den Handwerkern, die doch lieber Diebe werden wollten. Ich weiß ja nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf. What? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, ich hab gedodged.
Na, schon erschöpft oder was? What the hell? Wie soll ich die töten? Die dodgt alles. Ah, perfekt. Attacke. Okay, ich kann sie hier stunnen. Aber nur, wenn sie diesen einen Angriff macht. Okay, sie bewegt sich sehr, sehr komisch. Komm, stirb doch. Come on, come on, come on. Ah, diese Doppelsäbe sind so cool. Ich liebe das irgendwie. Unterschätze uns nicht. Warte, sie hat mich jetzt gefangen genommen? Wegen einem Hit hat sie mich jetzt gefangen genommen? For real? Wobei, sie hat mich, glaube ich, dreimal getroffen. Muss ich da jetzt wieder lang? Ich schätze einfach schon. Okay, neuer Versuch. Das war seltsam. Muss ich jetzt wieder gegen die kämpfen? Ja, okay. Okay, weißt du was? Diesmal keine Fehler. Komm. Hier, yeah, komm her. Nix da. Komm, 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 komm. Gut gedodged, gut gedodged. Ja, ich bin genauso akrobatisch wie du. Damit hast du nicht gerechnet. Wie viel hält die denn aus? Ich glaube, ich muss mich vor allem vor diesem einen Angriff in Acht nehmen. Weil die normalen Angriffe tun mir nichts, aber wenn sie diesen komischen Spin-Move macht. Den hier, dann darf ich mich, glaube ich, nicht hitten lassen. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es aber auch immer bei drei Treffern oder so. Ich weiß es nicht. Komm schon. Mach deinen komischen Move. Yes. Mann, wie viel hält die aus? Yes. Auf geht's. Ein kleiner Schlüssel. Oh, sehr gut. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin Ben, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerin anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befrei sie bitte. Warum läuft der so komisch? Okay, ich sehe genau drei Eingänge. Ich schätze, ich muss hier lang. Will ich hier oben weiter? Kann ich mich nicht irgendwie verstecken? Komm, geh doch weiter. Vielleicht sollte ich einfach wieder rausgehen. Irgendwo ist aber was. Gerudo-Festung. Ich hätte was aufgeblinkt. Hier unten irgendwo. War das hier? Hier! Nein! In den Kisten vielleicht, oder? Oh, toll. Okay. Okay. Jetzt werde ich einfach so gesehen. Perfekt. Warum sind die Gerudo so? Ich habe denen legit nichts getan. Als ob das so easy ist. Dann ist er komplett entspannt. Hier ist doch irgendwas drin, oder? Nee, hä? Hier blinkt irgendwas auf. Hier drin? Diebesversteck. Ich finde es witzig, dass in Gerudo und BOTW dieselbe Thematik einfach vorherrscht wie hier in Ocarina of Time. Und zwar, dass es irgendwelche Diebe gibt. Genau wie mit den Jäger. Hier gibt es auch ein Diebesversteck. Hey, Kleiner. Dich meine ich. Schau hierher. In die Zelle. Okay, hallo? Ich weiß ja nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Ey, pass auf. Okay, da kommt der Nächste. Das war ja zu erwarten. Ihr seid ja wie Ninjas. Oh, knapp, knapp, knapp. Die ist so mobil, ey. Die sind wirklich nervig. So, 8 Hits sind das, glaube ich, die ich treffen muss. Nein! Von dem Hit darf ich mich nicht treffen lassen. Gerudo, ihr seid einfach zu wohlhabend. Na komm schon. Okay, also diese Attacke darf ich auf gar keinen Fall durchgehen lassen. Ah, close. Komm. Na komm, 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 komm. Schlag zu. Trau dich. Okay, was war das?
Komm, beweg dich. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Na komm. Na komm, schlag doch auch mal zu. Ja, komm. Einmal noch. Oder zweimal noch. Na komm schon. Gerudo, du bist so lästig. Okay, komm. Einmal noch, einmal noch. Jetzt bitte nicht verkacken, Link. Okay, doch nicht einmal. Das war nämlich ein Volltreffer. Komm, geh doch weg. Geh doch nicht so dicht an mich ran. Was wird denn das? Wird das ein Tanz oder willst du kämpfen? Komm, stirb doch. Dir hat so viel Leben. Autsch. Ja, perfekt, komm. Stirb. Ja, danke für den Schlüssel. Den schnabuliere ich mir mal eben. Befreie hier den Kerl, der Arme. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Bodo, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiterhin Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Was kriege ich dafür eigentlich? Warum tue ich das? Bringt mir das irgendwas? Na gut, ich mach's einfach mal. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Hier gibt es so viele Wege. Aber hier geht's wieder runter. Ah ja, okay. Hier gibt's den nächsten Typen. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Bin nicht klein. Ich bin genauso groß wie du. Was willst du eigentlich? Okay. Ja, ja, ich befreie euch. Ja, ja, und ich passe auch auf. Komm. Das müssen wir jetzt noch zwei weitere Male irgendwie überleben. Bitte ohne getroffen zu werden. Autsch. Okay, also den sollte man nicht so früh benutzen. Das ist Selbstmord. Komm. Stirbst du bitte? Ich muss einfach immer dann zuschlagen, wenn sie zuschlägt. Na komm. Greif auch bitte ein bisschen öfter an. Sie greift einfach nicht an. Das ist so dumm. Ah, jetzt auf einmal, ja? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich muss halt auch so aufpassen, weil ich einfach keine Feen mehr habe. Komm schon, stirb doch. Was denn, aus der Puste oder was? Ach, jetzt greifst du an, ja? Nach 100 Jahren. Oh mein Gott, war es close. War das close, war das close. Hättest du mich damit gehittet, ich hätte so geweint. Komm, stirb. Komm. So, weg mit dir. Oh, das ging aber schneller. Irgendwie. So, her mit dem Schlüssel. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Danke, Junge. Du bist super. Ich bin Bosco, der Zimmermann. Habt ihr eigentlich alle denselben Job? Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Woher weiß er eigentlich, dass noch einer gefangen ist? Das ergibt gar keinen Sinn. Kann ich hier rein? Ja. Ja, und hier sind ein paar Herzen. Das ist schön. Frage ist, wo müssen wir jetzt noch lang? Bin ich jetzt wieder unten? Okay. Das war knapp. Du bist keine Wache, oder? Ich glaube, ich sollte da trotzdem nicht lang. Irgendwas sagt mir, ich sollte da auf gar keinen Fall lang. Ich muss irgendwie wieder nach oben kommen. Ich bin so dumm. Ich hab's vergessen. Oh. Mir gehen die ganzen Gerudo jetzt schon auf den Keks, muss ich ehrlich sagen. Oh. Das war direkt über ihrem Kopf. Come on. Mann. Ich wollte doch nicht so weit nach rechts. Ich hasse mein Leben. Kann ich dich bitte treffen? Ja. Oh mein Gott, das war ein cleaner Headshot. Eigentlich müsste sie tot sein, aber gut. Das Spiel will natürlich nicht so gewalttätig sein. Da ist noch eine. Ich wusste es. Sonst noch jemand hier? Nee, sieht gut aus. Bleiben die jetzt für immer ausgenockt? Ich sollte mich vielleicht einfach beeilen. Schnell nach oben. Muss ich vielleicht hier rechts lang? Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich kann hier bestimmt rüber. Jed? Habe ich recht? Und hier rauf? Ja, okay. Hier sind Ranken. Perfekt. Okay, so komme ich, glaube ich, an die Truhe ran, oder? Nee, ich komme da nicht ran. Wow. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Als ob ich da nicht rankomme. Oh, da ist noch ein Ausgang. Den habe ich ja komplett übersehen. Okay, ich glaube, ich sollte aufpassen, weil da ist eine. Eine Gerudine, wie ich sie gern zu nennen pflege. Aber, hä? Guckt die auch mal? Die guckt bestimmt nur dann, wenn ich sie abschießen will.
Ja, Sneaky Winkel, Sneaky Winkel. Kann ich jetzt hier rüber? Was genau ist das hier überhaupt? Was macht diese Plattform? Kann ich da oben lang? Was ist das da? Diese komische Platte. Gibt mir irgendwie zu denken. Wo ist denn der letzte? Ich glaube, ich war hier unten links noch nicht, ne? Ich bin so schlecht. Ich hasse es. Das ist die frustrierendste Mission ever. Ey, ich knock die jetzt einfach alle aus. Komm. Geh mir nicht auf die Nerven. Du auch nicht. Boah, clean gesniped, Alter. Was ist mit der da? Kann ich mit der reden? Hallo? Nein, kann ich nicht. Mann, ich habe bald keine Pfeile mehr. Was wird das hier? Dass es die auch nicht wundert, dass da einfach ihre Mitmenschen auf dem Boden liegen? Na gut, jedem das seine, ne? Ach komm, ich will doch nur den letzten finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich habe eine Idee. Aber erstmal muss ich hier lang. Weg mit dir. Na, komm, weg mit dir. Ich habe eine Idee, Leute. Schaut mal, Leute, da unten. Okay, never. Ich geb's auf. Ich dachte, ich könnte jetzt an der vorbeispringen. Aber nö. Die sieht mich auch von da unten. Und wahrscheinlich kommt sie einfach zu mir hochgeklettert, um mich irgendwie an meinem Ohr nach unten zu schleifen. Ganz bestimmt. Natürlich macht sie das. Sie ist eine Gerudo. Sie kann einfach alles. Es muss was mit den Kisten zu tun haben, oder? Da muss doch irgendwo ein Versteck sein. Irgendein Geheimnis oder so. Ah. So, weg mit dir. Hier rein vielleicht. Ist das jetzt der richtige Weg? Hier war ich doch auch schon. Wo war ich jetzt bitte noch nicht, Leute? Ich raff's echt nicht. Irgendeiner muss doch fehlen. Hat das irgendwas mit dem Topf hier zu tun? Alter, das war knapp. Was kochen die hier überhaupt? Da ist ein Pfeil. Muss ich da einfach gegenschießen? Nö. Ich bin komplett überfordert, Leute. Ich bin so hart überfordert. Ist da unten vielleicht noch irgendwie ein Gefängnis? Kann aber auch nicht sein. Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weißen erzählen kann. Bro, das ist ja wohl das Unnötigste, was du hättest sagen können. Warum bist du da hinten? Ja, willst du mir jetzt irgendwie helfen oder... Oder willst du einfach nur dumm in der Gegend rumstehen, Navi? Ich verstehe genau, was du willst. Helfen wir es schon mal nicht. Was ist mit der? Da kann ich die auch abschießen? Nein. Bruh. Und jetzt? Ich habe noch eine Möglichkeit. Okay, Moment. Ich glaube, ich hab's. Habe ich echt eine Tür übersehen? Muss ich ja irgendwie. Hier unten irgendwo. Von da rechts bin ich gekommen. Nee, warte. Hier bin ich... Hier bin ich doch auch schon lang. Okay, ich habe leider kaum noch Pfeile. Das ist nicht gut. War ich hier unten schon mal? Ich glaube nicht, oder? Nee. Als ob ich instant gefunden werde. Was ist das? Aber okay, wir haben einen Anhaltspunkt. Mann, ist das dumm. Das ist so dumm. Toll, ich habe gar keine Pfeile mehr. Wie soll ich das jetzt machen? Kriege ich ein paar neue Pfeile bitte? Ja, danke. Oh, okay, das waren viele Pfeile. Okay, da muss man erstmal drauf kommen, dass man da noch gar nicht war. Als ob ich diesen einen Raum die ganze Zeit übersehen habe. Unglaublich. Mann, das Spiel ist... Okay, diesmal ganz vorsichtig sein. Kommt die jetzt hier lang? Ja, noch eine. Irgendwo. Ist da jetzt noch jemand? Sieht gut aus. Okay, ist nur eine Wächterin. So, der letzte Gefangene. Danke. Das hat 100 Jahre gedauert. No joke. Ja, komm. Ey, wenn ich mich jetzt von ihr catchen lasse, dann weine ich aber. Ich weine Tränen. Also, obviously weine ich Tränen. Komm, du leidest jetzt. Du leidest jetzt. So, und jetzt... Na, tat's weh, tat's weh. Komm, komm, komm. Oh, diese Gerudo-Wächter sind anstrengend. Na komm. Ja, perfekt. Gutes Timing. Aber mein Hieb war schneller. Komm. Komm, komm, komm. Komm schon. Ich habe das Master Sword. Also, ich muss ja wohl gewinnen gegen deine komischen Säbel. Komm, bitte stirb. Lass mich jetzt bitte nicht kurz vor Ende verkacken. Jeet. Komm, 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 komm. Komm schon. Greif doch mal an. Die will nicht angreifen. Doch. Oder auch nicht, aber ich habe sie gehittet. Komm, stirb doch mal. Wie fällt die aus? Bist du unsterblich?
Ist das deine Superkraft, Gerudo? Komm. 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 Komm schon. Wie viele Hits sind's noch? Danke, wir haben es geschafft. Der letzte Schlüssel. So, befreien wir den endlich. Meine Güte. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Baldo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ich hoffe, da gibt's was für mich. Denn das war ein richtiger Krampf. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Gandalf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin, Naboru, hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Gandalf, des Herrn der Gerudo-Kriegerinnen. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies. Damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Der Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Yay! Das ist das, was ich unbedingt haben wollte, glaube ich. Wenigstens bin ich jetzt ein akzeptierter Gerudo. Das ist doch schön.